Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Space. Kirby Space Program. Und ja, wir werden diesmal die Szenarios spielen. Und fangen an mit EVA in Kirby Orbit. Und zwar ist der gute alte Jebediah Kerman etwas von seinem Raumschiff abgekommen. Und wir müssen ihn jetzt wieder zurückbringen. Ja. Noch eins der kürzesten und leichtesten Szenarios. Also das wird dann später noch etwas länger. Ich werde jetzt auch wieder wie die, wie heißen sie? Wie das Training in geschafft. Gut, ich werde es nicht landen lassen. Wozu? Gut. Ach ja, genau, das war das. Ich werde jetzt wieder wie die Trainings jetzt einen Part aufnehmen und das dann ein Part hochladen, in einem etwas längeren Part. Genau. So, wir haben hier das Problem, wir knallen auf den Mond. Muss das verhindern. Hoffen, was verhindern können, bevor das überhaupt passiert. Ja, können wir. Aber nicht so. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bisschen. Oh. Das ist sehr suboptimal. Ich werde das jetzt mal lassen. Allerdings weiß ich jetzt schon. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was ist das denn für eine Steuerung? Dass uns da Deadly Reentry einen Strich durch die Rechnung machen wird und wir alle. Ja, wie du weißt, hier Jebediah kommen. Ja, kläglich sterben wird. Aus dem Grund, weil. Oh Gott, das war die Mission, oder? Aus dem Grund, weil. Wie heißt's? Ja, wegen der Reentry und mit seinem steilen Einflugswinkel wird man einfach viel zu schnell und geht viel zu schnell in die Atmosphäre rein und dadurch verglüht das Raumschiff. Und genau das wird passieren. Allerdings hoffen wir natürlich an Jebediah und seine Flugkürze. Vielleicht kann das ja irgendwie abhalten. Nee, du wirst sterben, Jebediah. Tut mir leid. Oh. Oh. Na egal, das bisschen. So. Unser Problem ist, dass die Engine hier hinten ziemlich schwach ist, wie wir sehen. Und das könnte unter Umständen etwas dauern. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Wir warten einfach, bis wir nicht mehr im. Bis wir keinen Sonnenorbit mehr haben. Hoffen, dass wir am Mond vorbeifliegen und einen Kerbin-Orbit bekommen. So ist der Plan. Ja, weil der Treibstoff reicht nie. Das können wir vergessen. Das ist unmöglich, dass der reicht. So. Vorsprung geht ja jetzt schlecht, weil, ne, geht halt nicht. So, das brauche ich auch nicht mehr. Ich weiß aber, wohin ich brennen muss. So, das geht jetzt wie beim Mondorbit hier rum und dann wird sich das zusammenschließen und funktionieren. Oh, die Hälfte ist schon weg. Das schreit ja. Hoi, runter. Das schreit ja schon fast danach, dass wir. Oh Gott, das schafft wieder. Nee, der Mond ist doch viel zu groß, oder? Gleich wissen wir es. Was? 57. Okay. Geil, wir werden es schaffen. Gut. Das ist auch nicht mehr wert, damit wir da jetzt nah am Mond dran zoomen, um zu sehen, wie wir da rumgehen aus dem Mond, weil das ist jetzt eben irgendwie 10-mal höher, als wir vorhin waren, wo ich es gezeigt habe. So, wir sehen ein etwas sehr großer Orbit, aber ja, das wird die Engine nie packen. Scheiße. Wir müssen es halt versuchen, kann ja nichts machen. So. Und gegenbrennen. Lieber zu viel als zu wenig. Ja, das geht jetzt etwas langsam darunter. Oh, das ist ganz schlecht.
Das ist ganz schlecht. Okay, gut. So. Aber es geht ja relativ schnell, das wird später leider noch viel langsamer gehen, vermute ich mal. Laut Erfahrung. Ich hoffe einfach, es bleibt so schnell, sonst packen wir das nicht mit dem bisschen Fuel, das wir da noch haben. Warte, wie viel haben wir noch? Ach du Scheiße. Okay, wir werden sterben. Nein, wir werden nicht sterben. Wir werden einfach Jebediah rausschicken und der wird das Raumschiff mit seinem EVA anschieben. Ja, das funktioniert wirklich. Hört sich verrückt an, aber es funktioniert. Und Ende. Obwohl wir noch Liquid Fuel dabei haben. Aber naja. Gut, das heißt, wir machen EVA. Machen Let Go. Machen Air. Gehen in die Richtung, in die wir gebrannt haben. Und schieben an. So. Tu dich immer hier ein Auge drauf behalten. Sonst weiß ich hier. Da wird ja nicht zu viel verbrennen und dann nicht mehr ins Raumschiff kommen. Dann haben wir nämlich echt ein Problem. So, als Beweis, dass es funktioniert, gehe ich jetzt schon mal wieder rein. Und weil ich keine Geduld habe und hoffe, dass es funktioniert. Und zwar schnell. Komm, rein da. Wir sehen. Wir sind so noch auf 1.160.000. Und wir waren von, ich glaube, auf 1.400.000. Bin mir aber nicht sicher. Verlasst euch nicht drauf. So, das da unten lassen wir auf jeden Fall dran. Aus dem Grund, das wird uns später in der Atmosphäre schützen, davor zu, zu verglühen. Auch wenn ich vermute, wir werden trotzdem verglühen. Aber wenigstens ein bisschen Schutz haben wir. Vielleicht reicht's ja. Ich will ja nicht pessimistisch sein. Schein. Habe ich gerade Schein gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich meine natürlich sein, wenn ich Schein gesagt habe. Und wenn ich nicht Schein gesagt habe, dann wisst ihr, was ich meine, oder? Ihr wisst wahrscheinlich sowieso, was ich meine, oder? Und das ist wieder irgendein blödes Quatsch, das ich mir einfach nur vor mich gebe, damit ich irgendwas reden kann. Ja, genau so ist es. 1:1, genau so. So, wir haben noch was. Wir gucken jetzt trotzdem nochmal rein. Um zu gucken, wie viel, weil wir dürfen das auf keinen Fall, beziehungsweise es wäre schlecht, wenn wir zu viel machen. Okay, da geht auf jeden Fall noch was. Da ist echt nichts mehr drin? Nee. Schade. Ein Versuch war's wert. Und anschieben. Ja, da wird sich jetzt auch nichts dran ändern. Es ist eben mal wieder eine der langweiligen oder etwas langweiligeren Passagen von Kerbal Space Program, aber die lassen sich eben nicht vermeiden, ne? Es ist ja immer noch in irgendeiner Art und Weise eine Simulation. Muss man einfach mal sagen. Auch wenn man sagen muss, natürlich ist es keine komplett normale Simulation, ne? Allein aus dem Grund, dass der Planet Kerbin, auf dem die Kerbinianer, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, Kerbals, genau, Kerbals, ich weiß es doch, Leben, kleiner als unser Mond ist und deswegen brauchen die viel weniger Kraft, um der Atmosphäre zu fliehen. Beziehungsweise es laufen grüne Männchen in dem Spiel rum, ne? Das ist alles so ein bisschen was, wo man sagen kann, das ist keine Simulation. Ich würde es eher so als Halbsimulation bezeichnen, weil man muss schon sagen, es ist dann schon ziemlich realistisch meiner Meinung nach gehalten und auf keinen Fall leicht. Also, das ist kein COD, in das man reingeht und sagt, ja, jetzt hier mache ich mal ein bisschen was, ne? Hier ein paar Leute umbringen, ey. Okay, das schafft man wahrscheinlich Gas-P sogar am Anfang, ein paar Leute umzubringen, aber das war's dann auch im Großen und Ganzen. Also man braucht auf jeden Fall Übung. Das muss man einfach mal sagen. Man kann nicht mit, ich habe keine Ahnung, 5 Spielstunden irgendwie große Space Station und eine Moon Station und so bauen. Das funktioniert einfach nicht. In den meisten Fällen. Ich will nicht sagen, dass es Naturtalente gibt, die das Spiel einfach können, ne? Will ich nicht sagen. Gut, wir haben ja dann auch gleich die richtige Höhe der Periapsis erreicht. Muss ich jetzt eben, das ist jetzt eher Feinjustierung, weil, oh Gott, nein. Nein. Nein, 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 scheiße. Das Problem hatte ich schon mal. Und zwar später die Kamera verrückt. Das ist echt nicht schön. Scheiße, Mann!
Aschukaspir, Alter, wer bist du denn? Also das mit der Kamera ist noch verbesserungswürdig, aber das Spiel ist ja auch noch in der Entwicklung, soweit ich weiß. Mal kurz gucken. 1000 Meter? Das ist zu wenig. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein kleines bisschen anschieben. Oh Gott, das war ein ganz großer Fehler, mich da jetzt rauszuwagen. Obwohl Kamera... Und ich glaube, ich werde gleich wieder gestört. Merkt ihr dann schon. Wie hoch? 13. Lässt sich jetzt nicht anders machen. Ich könnte die jetzt natürlich noch perfektionieren, aber ich habe keinen Bock, mich jetzt noch auf hier weitere Späße mit der Kamera einzulassen. Das ist ja dann doch etwas zu gefährlich. Dann beschleunigen wir mal. Oh, kacken. Ja, ein kleiner Bug des Spiels, zum Glück. Wir haben zu spät die Beschleunigung beendet und der hat ja das alles zu spät laden können, beziehungsweise nicht richtig laden können, wir sind einfach hier wieder nach oben geschossen. Was eigentlich nicht funktionieren würde. Ach nein, dieser scheiß Motor, ganz im Ernst. Ach nein, ich habe schon wieder verpasst, oder was? Alter. Warum? Jetzt werde ich aber nicht verpassen. Auch wenn der Eintritt natürlich nicht perfekt ist. Also jetzt ist er ziemlich bescheiden sogar. Aber da können wir jetzt nichts dran ändern. Dieser blöde Klumpen, auf den ich gerade mit dem Finger zeige, dass ihr nicht sehen könnt. Also schräg zur Richtung nach hier unten. Falls ihr euch fragt, was das für Klopfgeräusche gerade bei mir waren. Nein, es ist kein Erdbeben, es ist meine Schwester. Nur zur Info, wer sich wundert, ne? Ich hoffe einfach mal, ihr habt sich gehört. Auch wenn ich mich wundern würde, wenn das zu überhören ist, aber... Es gibt immer wieder Wunder, ne? So, ich werde versuchen, ein bisschen leiser zu sein, um mich zu konzentrieren. Ja, mich konzentrieren, ist klar. Ja, weil das sonst wahrscheinlich ziemlich in die Hose gehen wird. Wird wahrscheinlich sowieso, aber... Ach du Scheiße, sind wir schnell. Das sieht ziemlich schlecht aus. Also ich sag's mal so, ab 300.000 ist es problematisch. Beziehungsweise ab 3.000, nicht 300.000. Und ab über 300.000 unmöglich. Und erst recht ohne Hitzeschild. Das sieht ganz schlecht aus. Muss wir nur hoffen, die Engine hält was aus. Tut sie nicht. Wir werden sterben. Tschüss. Ja, ich hatte nichts anderes erwartet. Das liegt jetzt dran. Ich meine, das kann ich jetzt auch nicht abwenden aus dem Grund, weil ich jetzt nicht im Nachhinein hier noch ein Hitzeschild dran packen kann. Gut. Jetzt das hier. Das letzte brauchen wir nicht machen, weil da ist einfach nur eine Space Station, da kann man nichts machen. Wo sind wir denn? Ach, in der Wüste. Was soll ich hier machen? Ach, ja. Ich habe vergessen zu resetten. Werden wir es gleich mal machen. Restart. Und start.
Ich hoffe mal, ihr habt jetzt nichts gehört. Auch weil ich das ziemlich unmöglich finde, dass man da nichts hört. Aber es soll ja immer wieder Wunder geben, ne? Gut. Ich vermute mal, wir sind in einem Szenario, nachdem wir eine Mondlandung vollbracht haben und sollen jetzt zurück nach Körben. Das heißt, erweitern. Und wir haben endlich mal einigermaßen normal viele Tanks dabei, das ist ja mal schön. Komm, nach rechts. Komm. Brav. Bisschen vorspulen. Bisschen Hust, Hust, fast eine Dreiviertelstunde. So, 30 Minuten. Warte mal. Warum soll ich die abwerfen? Warum soll ich die Tanks abwerfen? Die sind doch noch voll, oder? Genau. Warum soll ich die dann abwerfen? Ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht hätten wir auch erst landen sollen. Nee, glaube ich nicht. So. Dann. Kurz überlegen. Weitermachen, ne? Ich werde jetzt die Engine benutzen. Und wenn die leer ist, die hier. Genau. So, jetzt geht's etwas schneller. 15 Minuten, 10 Minuten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, werden ein bisschen früher brennen, weil die Engine ist nicht so stark und 285 Meter die Sekunde ist dann schon viel. Welche Engine brennt? Die muss brennen, oder? Ja. Die muss brennen. Weil wir hier von hier aus kontrollen. So. Jetzt kann ich leider nicht vorspulen, das wird jetzt eine Zeit dauern. Weil die Engine ist nicht stark. Die ist so ungefähr das genaue Gegenteil von stark. Dafür einigermaßen sparsam. Natürlich, es gibt es gibt viel sparsamere Engines, aber die ist auch sparsam. Aber weil sie so wenig Thrust hat. So, aber es geht dann doch etwas schneller, als ich erwartet hatte. Ja, wir werden wie immer, sobald wir da reinkommen, das beenden und nicht, wenn uns sagt, wenn uns das Kommando sagt, beenden, weil das ist jetzt nicht ganz genau, ne? Ich muss nur gucken. Ich muss jetzt nämlich auch noch entscheiden, mit was ich, oder beziehungsweise wie ich in die Atmosphäre eintreten will. Hiermit oder hiermit? Ich glaube hiermit. Weil wenn das kaputt geht, dann muss ich mich damit erst wieder rausdrehen. Aber da genauso. Das ist eine very schwierige Question. Hier ist ein bisschen mehr Zeug dran. Das Problem ist, das Zeug geht viel schneller kaputt. Ich glaube, ich nehme das echt hier, weil die Engine, die hält, glaube ich, soweit ich weiß, was aus. Aber weil die selber ein bisschen heißer werden kann. Eben wegen den höheren Thrust als die andere Engine. Und geschafft. Dann kann das hier weg. Und wir können vorspulen. Gut, wir werden auch so circa an der Abrapsis wieder eintreten. Ja, so circa. Merke ich. Ja, so circa eben. Es könnte besser sein, aber es geht. So, jetzt einfach eine Runde fliegen, wieder bei Abrapsis hin, um dann einfach ja so stark wie möglich verlangsamen zu können. So, das geht einigermaßen. Habe ich schon Schlimmeres gesehen.
hier. Und Gas geben. Jetzt eben hier gucken, damit wir auch auf die richtige Höhe kommen. Und zwar, wie gesagt, zu ca. 30.000 Meter. Ja. Anfang geht, wie gesagt, immer relativ schnell. Obwohl, ich glaube, es geht relativ schnell, weil der Orbit so groß ist. Also ich glaube, umso größer Orbit ist, desto schneller geht es. Deswegen, ja, geht das jetzt, ich glaube, sogar etwas langsamer, als wo wir den ganz großen Orbit hier hatten. Und verglüht sind. Ja, obwohl die Engine stärker ist. Viel stärker. Ich glaube, hier wäre das schon echt nicht so schön, das per Hand machen zu müssen. Also per Aussteigen, Anschieben. Einsteigen, Aussteigen, Anschieben. Einsteigen, Aussteigen, Anschieben. Ich bin noch richtig, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, dann habe ich sowas verkackt. Vermute ich. Also das Einsteigen, Aussagen, ne? Das... Oh Gott. So. Noch 1.300.000. Es geht ja dann trotzdem einigermaßen schnell, auch wenn es schneller sein könnte. Aber es geht einigermaßen schnell. Ich würde sagen, wenn wir das geschafft haben... ja, koppeln wir den Lander ab und lassen ihn in der Umlaufbahn verglühen. Haha, bin ich böse. Und ja, mit dem Rest können wir dann noch im Notfall den Orbit etwas korrigieren. Beziehungsweise ja, dann eben den Unterbau, sag ich mal. Unterbau nennt man das so, ich habe keine Ahnung. Der Tango, die Engine als Schutzschild gegen die Hitze zu benutzen. So, dauert noch kurz, aber nicht mehr lang. Größten Teil haben wir auf jeden Fall geschafft. Zum Glück. So, mal kurz X suchen, ob ich da noch rechtzeitig stoppen kann. Weil ich wissen, X ist die Taste, mit der man ja sofort auf Null Schub geht, ohne jetzt lang darunter zu regeln. Ja, das war ein Versehen. Aber so sieht das dann aus. Bisschen geht noch. So. Das heißt dann, die hier kommt weg. Die Kappe. Nein, ich möchte. Ja, danke. Und weg damit. Oh. Was, das Solarpanel hat das überlebt? Okay. Ist das mal so? Ich habe kein Problem mit. So, diesmal aufpassen, dass wir die Erde nicht verfehlen, beziehungsweise Körben. Ich versuche eigentlich immer die Namen der Planeten hier zu nennen, aber das geht nicht so leicht. Das ist dann bei den größeren Planeten schon leichter, aber das ist eben dieses typische Erde-Mond, ne? Zumindest sage ich jetzt auch nicht irgendein rumschwirrender Asteroid mit Umlaufbahn um die Erde. Nee, Minus. So ein bisschen noch. Recht wird schon mal aus und wir sind wieder ziemlich schnell, allerdings nicht ganz so schnell wie letztes Mal. Und wir haben das hier. Wo ist eigentlich der Rest von uns? Der ist hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der das jetzt... Ich möchte mal kurz switchen. Also ich switch gleich wieder zurück, ne? Ich möchte nur kurz wissen, ob der in die Erdumlaufbahn kommt. Körbenumlaufbahn. Ist doch egal. Ja. Ja. Der wird auch irgendwann genug abgebremst. Das könnte es doch dauern oder nicht dauern. So, bin ich wieder. So, jetzt setzt die Effekte ein. Oh, ich habe vergessen, die Solarpanels einzufahren. Gibt es irgendeinen Kotzkrieg für? Nee. Dann werden sie abfliegen. Das war früher, als ich erwartet hatte. Aua. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt den Vorteil, die Engine, die ist etwas höhere Temperaturen gewöhnt und geht deswegen nicht ganz so schnell kaputt.
eben weil sie Gas geben muss. Können wir ja machen. Damit wir, wie gesagt, hier einfach ein bisschen schneller rauskommen. Oh, ganz schlechte Idee. Die Engine überhitzt sich dadurch. Aber hätten wir ein Heatshield unter der Engine, dann würde das funktionieren. Was ich nicht verstehe, ist, warum das überlebt. Weg damit. Komm, geh kaputt. Hallo. Ich geb's auf. Zu spät. Wir sind zu weit unten. Hui. Ach nee, ich möchte dann doch gerne meine Fallschirme im sicheren Bereich haben. Oh. Aber manchmal ist es aus, damit ich das von allein einbinden kann. Ja, passt. Dann würde ich sagen, Fallschirme einzelzünden. Und weg damit. Weg damit und wegschlagen. So. Ja, wir drehen uns jetzt unkontrolliert, aber das wird gleich von den Luftströmen, ja, eben weggemacht, tut. Oder eben von mir. So haben wir die maximalen Abbremsung durch die große Auflagefläche. Natürlich auch die maximalen G-Kräfte, aber wir sehen, das ist auf jeden Fall noch im guten Bereich. So, wir werden ab ca. 100.000, was sag ich denn mal 100.000? 100 Meter die Sekunde den Fallschirm öffnen. Die Fallschirme öffnen, die drei. Aber als bevor etwas so gefährlich ist, als es allerdings mir auch schon ziemlich tief. Ich sollte das nochmal überdenken. Öffnen. Okay, funktioniert. Dachte ich mir schon, weil wir haben drei Fallschirme. Warten, ab 500 öffnet die sich. 500 und wieder boppen. Komm. Komm. Da ist unser Schatten. Oh nein, er kommt näher. Oh, Grafikfehler. Hallo, Bug. Wie geht's dir? Ja, schwimm einfach weg, ist okay. Und Flatsch. Oh nein, eine Leine ist gerissen. Oh Gott, noch eine. Was sollen wir nur tun? Ach so, sicher landen. Ja, irgendwie muss ich das Ganze ein bisschen spannender machen, ne? Okay, Main-Menü. Und wir gehen einfach mal kurz in Station 1 rein, weil ich glaube, da hinten Art Space Shuttle dran, dass wir runterbringen können, versuchen. Oder? Okay, das war ein anderes Szenario. Was können wir dann hier machen? Als gibt ein Szenario, da hängt hier irgendwo ein Space Shuttle dran. War ein anderes. Sind die an? Oh. Warum machen wir nicht denn einfach mal aus Spaß? Abbremsen! Warum tun wir denn nicht einfach mal aus Spaß an der Freude sagen? Lasst mich überlegen. Lasst mich länger überlegen. Der Orbit ging aber schöner, oder? Hihi. Also, wir sagen einfach mal. Dachte ich mir schon, dass sie voll sind. Genau. Ich würde sagen einfach, wir haben Fehler auf dieser Station-Seite durch die Tanks verursacht. Das heißt, wir müssen die Tanks mit der Station-Seite auf Kerbin aufschlagen lassen, bevor diese Seite hier davon beeinflusst wird. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also wie das, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Allerdings würde ich gerne Jebediah retten. Und Bill auch. Der wird dann gleich ausgetauscht. Mit einem, ja, einem Rekrutierten. Das ist nicht so schlimm, wenn der nicht mehr zurückkommt. Beziehungsweise werde ich versuchen, das Ganze jetzt erstmal unbemannt zu steuern, wenn das nicht funktioniert, dann der Rekrutierte. Man muss eben Prioritäten setzen. Und noch so. Bill, weg mit dir.
Weil es sind einfach diese, ne, das sind einfach diese, ich nenne es mal Hauptcharaktere von Kirby Space Program und die tue ich nicht so gern, sag ich mal. Also, ja, die hätte ich es lieber, wenn die überleben. So, kurz darüber wechseln. Oh, funktioniert, okay. Haben wir ACS? Ich glaube schon. Ja, tschüss. Tschüss. Oh Gott. Das wird nix. Müssen wir auf jeden Fall noch was ändern. Komm hier. ACS und SAS zusammen helfen, das Ganze zu meistern. Weil das ist ja nicht ganz so leicht, so ein ganz großes Teil im Orbit dann rumzubewegen. Auch weil man hier nicht merkt, damit man von der Schwerkraft angezogen wird. Klar, man kann rumfliegen oder so, das ändert aber nichts daran, dass man von der Schwerkraft angezogen wird. Würde man nämlich nicht von der Schwerkraft angezogen werden, dann würde ein Orbit circa so aussehen. Wumm. Genau, man würde einfach so lang geradeaus fliegen, bis man in irgendeinen Stern reinfliegen würde. Es gäbe gar keinen Orbit. Und deswegen, ne, kreist zum Beispiel auch der Mond um uns. Also es hat schon einen Grund, warum. Ach du Scheiße. Warum es Schwerkraft gibt. Das könnte etwas sehr schwer werden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Assi, es gibt alles. Okay, also mehr als das als Stärke könnte ich echt nicht geben. Das geht gar nicht. Also ich muss hier schon kämpfen wie sonst was. Sieht man vielleicht da links. Hier. Eben, wenn das ganz oben ist, dann drücke ich die Taste voll durch. Und naja, muss ich die Taste schon relativ oft voll durchdrücken. Ich versuche mal noch ein bisschen mehr. Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Gut, dann gucken wir mal, was hilft. Mal gucken, ob ACS das allein schafft. Oh. Seit wann kann ACS denn sowas? Und der verkleinert sich hier stückweise. Okay, es ist doch kontrollierbar. Kaum, aber es geht irgendwie. Und hier ist ja kein Körbel mehr drin. Ich wundere mich, warum ich das steuern kann. Als ich sehe ja keine Fernsteuereinheit, aber. Funktioniert halt. Vielleicht funktioniert die irgendwie mit Steuerung. Hier ist ja niemand drin mehr. Oder? Kann ich das nochmal nachgucken? Ist geil, hab ich's doch geschafft. Kacken. Komm schon. Es heißt, ich vertraue dir das mal kurz an. Das wirst du sowieso nicht schaffen. Aber ich will gucken, wie sich das aussieht. Gut, wir haben es vielleicht geschafft. Das reicht schon, das reicht schon. Das reicht schon. Wir wollen die Space Station ja nur verschrotten. Und so werden wir jetzt eben abgebremst. Vielleicht schaffen wir es noch nicht jetzt in die Atmosphäre, aber spätestens in der nächsten Umdrehung. So. Ich mache es auch nur auf Stelle auf, weil mir es ziemlich egal ist, ob da etwas auseinanderbricht. Es landet sowieso irgendwann da unten. So, SA und RCS brauche ich nicht mehr. Ich werde nur noch davon warten, vom Feuer gepackt zu werden, das mich dann elendig töten wird. Ich weiß, dass es das keine schöne Vorstellung ist. Aber was soll ich machen? Und hier ist Space Station One, die wir gerade vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Beziehungsweise in den sicheren Tod geschickt haben, aber ich finde bewahren besser. Das hört sich nicht so böse an. Oh. Gut. Wir werden immer tiefer und die Periapsis wird auch immer tiefer. Wir hoffen mal, dass die 130.000 kommt, aber es sieht gut aus.
Ja, sieht gut aus. Also wir werden höchstwahrscheinlich sehr, ja, bald in die Atmosphäre eindringen. Zwischendrin drehen wir uns auch ein bisschen. Weil langsam gibt es hier ganz dünne Luft, beziehungsweise irgendwas anderes eben, was unsere Flugeigenschaften beeinträchtigt. Deswegen schaukeln wir rum. Sonst würden wir uns immer weiter drehen, wenn wir einmal in Schaukeln geraten. Jetzt, genau, jetzt kommen die Effekte. So, das hatte ich mir etwas schlimmer vorgestellt, die Effekte. Also das hält sich echt in Grenzen. So, das waren die Solarpanels. Wir werden im Wasser aufschlagen, das ist doch perfekt. Dann können wir auch keine Körbeleben riskieren. Brauchen wir nicht, können wir nicht, was auch immer. Also auf der dunklen Seite, da sieht man nicht so viel, aber man sieht sowieso nur Platsch und das war's. Gas geben! Ach du Scheiße! Ach, was war das denn? Was? Kann ich da noch zu wechseln? Also, was? Das möchte ich jetzt gerne wissen, wie das ausgeht. Kann ich das? Ach, schade. Obwohl, Props, 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 Props. Hier, fly. Was ist das denn? Ach, das sind von Flugzeugen. Okay. Ja, dann war es jetzt auch mit dieser Folge. Nächstes Mal geht es dann weiter im Karrieremodus, beziehungsweise fängt der Karrieremodus an. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Tipps wie immer in die Kommentare, beziehungsweise Vorschläge, was ich mal im Karrieremodus bauen soll. Und ja, bis dann.